wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Flughafen. Uah, die Kurve. Und ja, wir holen jetzt jemanden ab, weil wir jetzt gleich einen geschäftlichen Termin haben, der auch heute etwas länger gehen wird. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir heute so filmen können, erstmal tagsüber. Aber heute Abend bzw. Nachmittag kommen Uncut und da werden wir auf jeden Fall filmen. Also ihr werdet es ja sehen. Und ja, also ich bin sehr aufgeregt und freue mich. Und du? Ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich habe mir heute mal so einen Zopf an die Seite gemacht. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Ich habe das einfach mal ganz schnell geflochten. Aber was Neues. Und ja, heute ist unglaublich schönes Wetter. Und umso schöner, heute so ein bisschen ja, draußen auch Zeit zu verbringen und dass Tobi auch frei hat. Und gut, auch wenn es jetzt ein geschäftlicher Termin ist. Ja, wir hatten jetzt heute den ganzen Tag, also wirklich ein sehr, sehr langes Gespräch gehabt, sehr wichtig für uns gewesen. Und gleich kommt Uncut und Nina und dann fahren wir nach Köln was essen. Und ich bin gerade hier ein bisschen Karaoke am Singen. Und Tobias war beim Friseur. Der hat sich einen Sidecut gemacht. Ich bin voll aufgeregt. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Max, der Tobias ist nicht das Lied. Der Tobias mag das Lied nicht. Als das hier mal laden würde, würdest du mal laden? I'm bulletproof, nothing to lose. Uncut ist jetzt gleich in Köln. Nina ist gerade unten und wir fahren runter und bringen den Müll runter. Drückte Knöpfe. Habe ich. Boah, das absolut schönste Licht ever hier. Ich sehe da immer gut drin aus. Ich auch. Sieht immer gut aus. Ich nicht, guck mal. Nein, siehst du nicht. Alles gut. Nina ist da! Hallo! Hallo! Wir fahren jetzt los und Tobi fährt King's Tour, genau. Und ja, es ist 19.33 Uhr und Anna und Kat haben gesagt, sie sollten um 19 Uhr da sein. Aber sind sie nicht. Und Tobi hat Spaß mit seinem Auto hier. Du bist auch immer ein Ich bin immer unpünktlich, immer, aber Nina auch. Schlussendlich lag ja auch alles an dir. Boah, okay, ich mache jetzt die Kamera aus, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Da sind sie, da sind sie, da sind sie. Hallo, hallo. Komm raus. Brauchst mir nicht helfen. Hallo, mein Schatz. Alles gut? Hi, wir kennen uns. Das ist mein Katharinchen. Mandarinchen, Katharinchen. Hi. Hans im Glück mit den Chicas. Und mit den Chicas, mit dem Tobias, der wieder glücklich ist, weil er Essen hat und endlich essen kann. Ja, und wir werden jetzt essen. Und ich wünsche euch einen guten Appetit. Anna und Kat die ganze Zeit im Parkhaus. Das war jetzt alles so geil. Tobi fährt einfach irgendwelche Rundfahrt irgendwo dazwischen und die hinterher und wie so gestreckt. Das war der Knüller. Hat einer Kleingeld? Ja, ich glaube, ich habe der. Ich weiß nicht, da sind die. Kellnerin nicht. Shit. Habt ihr Kleingeld? Ich brauche Kleingeld. Habt ihr Kleingeld? Jetzt schnorren die auch noch. Du übertreibst einfach wieder. Das sind Verrückte in den Hinterhof. Danke, reicht das? Ja, 2 Euro. Wenn ich höre, 20 Euro. Okay. So. Wartet, ich stelle euch mal ganz kurz ab auf Uncuts Auto. So, Tobi spinnt. Klar. Was machen die? Die machen voll die, wow, voll die Party. Ey, kannst du hier auch das Licht
einstellen, also die Lichttöne. Ja, Tobi, mach's mal rosa. Ja. Das ist so crazy. Das ist so schön. Scheiße! Ich hab mir voll ins Ohr geschrien. Mann. Oh, ein Sache ist schlecht von Tobi. Was? Oh? Die Musik. Oh, dann geht schon an. Was seid ihr denn so faul? Hey, aber wir können eigentlich laufen, oder? Ja, eigentlich schon, aber... Ups! Ohre gegen! Lauf, lauf, lauf! Komm, wer ist schneller? Ich bin Erste. Wir sind wieder zu Hause und gucken gerade im Fernsehen einfach nur elektrische Einräder. Cool. Krass! Ja, pass auf, dass du nicht... Alter, du machst hier voll die Verschwimmung. Ist das dein Ernst? Das war schon so. Anna! 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 Oh nein! Du bist so... Pepi, ist nur Wasser. Ihr werdet doch regelmäßig gebadet. Das müsstet ihr doch kennen. Nee. Nee, kann man doch nicht. Hast du schon mal das probiert? Das ist richtig lecker. Ja. Hast du nicht? Du lügst. Ich guck leid zu mir, ich weiß, dass du lügst. Hallo! Verarschen! Ja, ja. Leute, ich würde es euch empfehlen, leid zu mir zu gucken. Dann könnt ihr immer wissen, wann Uncut lügt. Also immer. Meine Na- Hier! Guck mal! Zum Laden bereit. Ich hab ein. Guck mal. Oh, dein neues Video. Ist das schon online? Ja, ich hab die einmal gemacht. Das ganze neue, es ist ganz noch nie auf YouTube. Ja, das kann man nicht. Hey, Rosa, erzähl mir Rosa. Geht nicht raus. Ich hab's dann hingelegt und die weitergechillt in der Tüte. Ah, das machen unsere auch voll gerne. Einfach so in der Tüte schön. Einmal Fehler bitte. So, das war's beim DM. Ja. Okay. Ja, warum nicht? Ich würde auch eine Mila kaufen. Kleine Mila. Okay, ich will's. Erdbeershampoo? Erdbeershampoo. Hey, krass. Ich glaube, wir haben gar kein Shampoo mehr. Haben wir kein Shampoo mehr? Kids. Wir haben Kids-Shampoo. Hä? Das kann doch nicht sein. Ich habe dir das Rote dahingestellt. Das kannst du nehmen, wenn du Conditioner brauchst. Kannst du auch das hier nehmen. Das andere kannst du gucken, ob du da was rausgepresst noch bekommst. Duschgel steht da. Okay, danke. Achso, du kriegst ein Handtuch. Pipinchen, guck mal, Pipinchen findet das immer voll toll hier. Schatz, was machst du? Nein, wir kratzen da nicht dran. Ivy, nein, hör auf! Nicht kratzen. Du kommst jetzt auf den Stuhl. Auf den kleinen, ich gucke zu Stuhl, okay? Der Gucke-Zu-Stuhl. So, ich mache jetzt Uncut. Was Leckeres. Wir haben zwar gerade gegessen, eben, aber ich mache den jetzt French Toast und die wissen das nicht. Die haben eben gesagt, wir haben Hunger auf was Süßes. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich habe jetzt leider nicht so wirklich was da, weil irgendwie habe ich es gestern doch vercheckt, richtig einzukaufen. Und deswegen mache ich den jetzt. French Toast.
So Leute, wir gehen jetzt ins Bettchen. Wir haben jetzt schon 1 Uhr. Tobi ist schon eingeschlafen auf der Couch eben. Und deswegen werde ich jetzt oben noch mein Video weiterschneiden. Oh, Maren, wir sind jetzt schon im Bett und ich bin ultra müde. Ich habe die Haare heute geschnitten. Das habt ihr noch nicht so ganz gesehen. Das werdet ihr morgen auf jeden Fall sehen. Tut mir leid, wenn ihr mich heute auch nicht so viel gesehen habt, aber ich bin dauerhaft irgendwie heute K.O. Das sind noch, glaube ich, die Nachwirkungen von Dubai. Oh, und wir werden jetzt schlafen gehen und ich wünsche euch einfach jetzt noch eine wunderschöne gute Nacht oder einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss! Tschüss.